Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3 The Lost Artifact. Ja, wir sind immer noch hier in Highland Fling. Und ja, wir haben im letzten Part ein paar Dämonenhunde anscheinend kennengelernt, ein paar Militärleute und haben jetzt uns mit Hilfe des Treibsandes hier in eine Höhle, in den Weg in eine Höhle gebahnt. Und ja. Die erkunden wir jetzt auf jeden Fall erst einmal. So. Okay. Sieht aus, als wäre da noch mehr Treibsand. Ja, das ist mehr Treibsand. Mist. Also da unten hinter mir geht's hoch. Guck ich da erstmal. Okay, Musik. Das hört sich doch gut an. Schick. Schade. Hätte ja sein können, dass es klappt. Und jetzt? Das kocht aber wieder. Was bist du? Was bist denn du? Thistlestone, okay. Was auch immer ich mit dir anfangen soll, aber ja, anscheinend. Hätte ich beim letzten Mal auch die Munition sammeln können, ohne Angst haben zu müssen. Da war ein Medipack. Aber was kommt denn jetzt? Habe ich nur das Medipack noch? Ich will das haben. Ich habe zu sehr Respekt davor, dass ich das Medipack. Dass ich zu viele Medipacks brauche. Wie es schon im zweiten Teil so war. Also im Golden Mask. Dass wir da auch Probleme hatten mit den Medipacks. Zumindest am Anfang. Am Ende war es ja dann relativ entspannt. Aber der Anfang war auf jeden Fall, ja, interessant, was das Ganze angeht. So, ein bisschen Munition. Ich mag dieses Theme hier irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie. Das sieht sehr, sehr cool aus. Das ist so ein bisschen Dschungel-Feeling, aber gleichzeitig Ruinen und. Ja, so ein bisschen mysteriös, gruselig. Das ist ganz cool. Wo kommst du her? Ich war da gerade und da war nichts. Was machst du hier? Hat er was fallen lassen? Ich hoffe es auf ihn. Kommen Sie hier. Schade. Ach, guck mal. Sehr schön. Na, komm her. Ach, zum Glück habe ich diesen Seitenschritt jetzt wieder. Den habe ich echt vermisst. Das ist mein absoluter Lieblingsschatz. Okay, ein kleiner Friedhof. Das ist ein Finger, ist immer noch komisch. Ich verstehe es immer noch nicht. Das friert zwischendurch einfach nicht springe. Aber das weitere, durch nochmal auf Alt drücken, also nochmal auf Springen drücken, kann ich es wieder deaktivieren, diesen Freeze. Ich weiß nicht genau, was das ist. Warum habe ich hier so einen langen Weg genommen, wenn ich einfach theoretisch hier lang gehen kann? Oder? Moment. Oh, okay, Moment, never mind, ich war schon hier. Alles gut. Ja, stimmt, wir sind ja links rausgelaufen. Und ich habe mal ganz entspannt die Schrotflinte-Munition übersehen.
Hey, Spiel. Nicht empfehlen. Das ist sehr komisch. Hör auf damit spielen. Wir haben jetzt aber diesen Thistlestone. Was sollen wir damit anfangen sollen? Tag da drüben. Gut, das bringt mir nicht so viel. Möchtest du vielleicht meinen Stein haben, liebes Hundi? Ich habe da einen wunderschönen Stein, den möchtest du bestimmt haben. Schade. Soll ich hier hin? Nee. Was soll ich denn damit? Ja, ich ertrinke. Ich habe jetzt gerade gehofft, dass ich vielleicht die Wand hochklettern kann, aber nee. So wird das nix. Okay. Nein, kann man da hochgehen? Jetzt auch nicht hoch. Weil das Ding ist, ich komme ja auch nicht mehr zurück. Also muss ja irgendwas hier sein. Was mich irgendwie weiterbringt. Ne, den Sprung schaffe ich auch nicht. Da waren wir ja drin, das ist Secret gewesen. Oh. Mist. Ach, falsch. Ich wollte da lang.
Einmal hier hoch, bitte. Dass der Sprung geklappt hat, bin ich sehr froh drüber. Das war nämlich doch sehr knapp. Ich gehe mal hier unten rein. Und gucken wir mal. Wenn hier links ging es ja auch noch raus, ne? Da sind wir ja nicht gewesen. Vielleicht ist da jetzt irgendwie die Tür, wo wir hätten reingewusst oder so. Weiß nicht. Safe gehen, bitte. Ach, guck mal. Da sieht doch neu aus. Warum ist ja alles voll mit irgendwelchem Zeug, was ich sehr gerne mitnehme? Ich erinnere mich gerade ein bisschen an ihren, na, wäre ja klar. An ihren Parcours zu Hause. Die machen aber nicht wenig Schaden, ne? Die machen nicht wenig Schaden. Ich will mal ganz kurz mal eben das hier und das hier einen runtersetzen. Ja, das ist besser. Obwohl, na, vielleicht mal einen runter. Beim Sound. Musik ist, glaube ich, okay so, aber der Sound, ja, das ist besser. Das ist deutlich angenehmer. Na, einmal bitte mitnehmen. Dieser Nebel überall, ne? Ist ziemlich cool, aber auch verwirrend. Was ist hier wirklich nachher so viel die Items gewesen? Anscheinend. Okay, gut. Schade. Ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie noch hier was Cooles gefunden, aber. Also, ich meine, klar, die Items sind ganz cool, aber. Ne? So. Hallo Welt, ich bin zurück. So. Kann ich vielleicht da reinklettern? Nee. Weil irgendwas muss es ja hier geben. Ah. Mies. Aber mich trägst du nicht aus. Bitte lass da vorne nicht direkt irgendwie Sprung-Action sein, weil ich habe echt ein Problem, sonst muss ich den ganzen Weg neu hingehen, wenn ich jetzt sterbe. Das will ich nicht. Kurz mal vorbereiten, ob ich springen muss. Okay, never mind, ich möchte nicht runtergucken. Ah, nein, okay. Ah, okay, also jetzt die Elos zulassen einfach, aber ist egal. Ich lebe, alles ist gut. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Das kennen wir doch. Glaube ich. Doch, müssen wir. Ja, doch klar, das kennen wir. Kann ich mein Zeug wiederholen? Wie gesagt, dass ich das jetzt erst nicht mitnehmen wollte. Aber jetzt habe ich es auch.
herausgefunden, dass es doch nicht so schlimm ist, das mitzunehmen. Ja, gute Frage ist aber jetzt, wohin mit dem Stone of Truth? Oh oh. Gut, ist doch noch. Ich glaube, in den gleichen Raum reingerannt, wo ich schon mal war. Ja. Okay, never mind. Dann lade ich mal wieder. Das wäre nicht so schlau gewesen. Oh mein Gott, wo bin ich? Erstmal halb umgebracht, ist okay. So, das ist how I roll und so. Mein Medipack, ne? Das nehme ich doch gern mit. Ich soll vielleicht kurz mein Medipack reinwerfen. Ich könnte natürlich auch laden, aber ich will mich hier erst umschauen. Vielleicht ist hier irgendwas Cooles. Ach, ich weiß, wo wir sind. Ja. Da liegt noch was auf dem Boden. Rapune? Rapune. Also Rapunenpfeile. Munition. Ach, mein Helikopter ist immer noch da. Das ist doch nett. Mensch. Richtig freundlicher Kollege. Private Property, ja. Pech gehabt, würde ich sagen. Sag mal, wie viel habe ich eigentlich von dieser Munition übersehen? Bin einfach überall drüber gerannt. Aber gut, das Ding ist auch, dass die genau die gleiche Farbe wie der Boden hat. Nur, dass es eben ein bisschen rot bei ist, aber ansonsten ist es eine ziemliche Bodenfarbe. Okay. Kurz einen Herzinfarkt bekommen beim Sprung. Ach, sieh mal an. Oh, hallo. Was hast du denn hier? Dass der hier ist, muss ja irgendeine Bedeutung haben. Okay. Das Ding ist, ich habe auch bisher bis jetzt halt nichts gesehen, wo irgendwas rein musste. Das ist das Komische. Soll ich einfach wieder gehen?
Da liegt Munition drauf. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich glaube, ich schwimme gerade ein bisschen gegen den Strom an. Ja, das ist nicht so gewollt, niemals. Naja gut, ich würde sagen aber, ich mache hier einmal kurz einen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Tomb Raider 3, The Lost Artifact. Und bis dahin, sag ich ciao.